wurde von der lieben Natalie für den Reithosen-Tag nominiert. Und da ich ja kein Spielverderber bin, dachte ich mir, ich drehe das Video gleich mal für euch. Ja, und ich hoffe, dass es euch Spaß macht. In dem Reithosen-Tag geht es darum, dass ich jetzt euch ein paar von meinen Reithosen vorstelle und beziehungsweise ein paar Fragen beantworte, die die Natalie gestellt hat. Ja, die erste Frage war, was ist meine billigste Reithose? Meine billigste Reithose ist die, dessen Namen ich ganz schwer aussprechen kann und nicht mal weiß, welcher Name die hat. Ach da, die ist von Barue Questie. Das war falsch aus vorne genommen. Ich habe die damals bei Rider Steel Online gekauft. Ich glaube, die hat 79,90 € gekostet und ist somit meine billigste Reithose. Die teuerste Reithose ist meine Animo mit Bling Bling Arsch. Die liegt bei 320 und hat Vollbesatzgrip. Ja, dann zu meiner Lieblingsreithose. Meine Lieblingsreithose ist meine Piqueur. Ich trage eigentlich ausschließlich nur Piqueur mittlerweile und Animo. Den Rest versuche ich mehr oder weniger loszuwerden. Und das da ist meine Lieblingsreithose. Erkennt man auch daran, dass ich sie nicht nur einmal habe, sondern zweimal. Und ja, meine Lieblingsreithose. Dann die Reithose, die ich gar nicht mag. Ja, ist eigentlich, wie gesagt, die vom Rider Steel nochmal mit dem Grip, weil ich bei der beim Reiten immer offene Knie bekomme und ich weiß nicht warum. Also entweder passt mir der Schnitt nicht oder sie ist mir zu groß, ich weiß nicht. Deshalb ist das so meine, ja, ich mag sie eigentlich nur wegen der Farbe Reithose. Dann meine älteste Reithose ist auch eine Piqueur. Es war eigentlich, ich glaube, eine von meinen ersten Reithosen überhaupt. So sieht sie auch schon ein bisschen aus. Damals in dem Lila mit Vollbesatzleder. Und ja, ich trage sie immer noch. Das Einzige, was mich stört, sind so immer noch die Glättabschlüsse, die alten. Und meine neueste Reithose ist auch eine Piqueur. Und zwar die mit dem neuen Griffbesatz. Und ich bin ganz begeistert. Ich trage die auch total oft. Und mag die auch echt gern. Sehr angenehm zum Tragen und ja, somit habe ich alle Fragen von der Natalie beantwortet. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und ich nominiere natürlich auch drei Mädchen. Und zwar einmal die Katharina Helm, weil ich sie total gern habe und total sympathisch finde. Die Dila mit der Palona, weil es einfach ein unglaublich tolles Pärchen ist. Und die Christina mit dem Ruby, weil sie eh so super tolle Videos macht und bestimmt da auch Spaß dran hat. Ja, dann, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anliegen, dann schreibt sie in die Kommentare. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!